Heute wird es mal ein bisschen trauriger, denn heute gibt es den ganzen Manga von Punpun oder Gute Nacht Punpun in Minuten. By the way, Shoutout an Maxi, denn der hat mir den ersten Band gegeben. Hier ist so ein bisschen Cola dran gekommen. Sorry, wirklich. Aber auf jeden Fall danke dafür. Und bitte lasst einen besonders nicen Like auf dieses Video da. Noch ein bisschen mehr als bei meinen anderen Videos, weil so Manga-Videos sind wirklich mindestens 5-mal aufwendiger als so Animes, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video. Vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und den ganzen Aal. Und dann würde ich mal sagen, rein da in Punpun in Minuten. Das folgende Video ist nur eine Fanzusammenfassung und soll das Originalvideo nicht ersetzen. Gute Nacht Punpun gehört Inio Asano und Shogakukan. Bitte unterstützt das Original und bitte strikt mich nicht. Such sie, verflucht sie, einer los, man meint, bitte und viel was anderes will loslassen, aber irgendwie läuft alles falsch, mache Sachen, die ich gar nicht so mein. Aiko kommt nun in die Klasse vom Main-Character Punpun, worauf sich dieser sofort in sie verliebt. Nach der Schule gehen beide auch direkt zusammen nach Hause und Aiko will in der Zukunft auch sowas wie eine Schauspielerin oder ein Model werden, um in ihren 20ern ihr ganzes Geld rauszuballern, da es dann mit der Welt eh dem Bach runtergehen wird. Zu Hause fragt sich Punpun aber hingegen, was er in der Zukunft machen soll, während sich sein arbeitsloser Alkoholikervater mal wieder mit seiner Mutter streitet. Als er aber zusammen mit Gott keine Antwort darauf findet, kommt seine Mutter mit einem Teleskop vorbei und da er davon fasziniert ist, wie man etwas so weit Entferntes wie die Sterne trotzdem so gut erkennen kann, entscheidet er sich, ein Weltraumexperte zu werden. Am nächsten Morgen ist aber irgendwas vorgefallen, sodass sein Onkel Yuichi ihn nach der Polizeibefragung mitnimmt und da seine Mutter nun leider länger im Krankenhaus bleiben muss, wohnt dieser ab sofort bei Punpun, um im Haushalt zu helfen. Am nächsten Tag rastet aber der Lehrer aus, da Punpun seine Hausaufgaben nicht gemacht haben soll, aber der Bruder hat doch seine Pflicht als Schüler erfüllt. Er soll jedenfalls seinen Traum, Weltraumexperte zu werden, der ganzen Klasse vorstellen, jedoch hat er Angst, ausgelacht zu werden, sodass er lügt und wegrennt. Jedoch kann ihn Aiko motivieren, seinen Traum zu verfolgen. Durch die Wärme, welche er durch sie verspürt, sagt Punpun auch Aiko, dass er sie liebt, worauf sie sich auch küssen. Bruder, und was sind das für wilde Klassenkameraden? Er mag seine Mutter jedenfalls nicht wirklich, da diese sich immer nur über ihn beschwert. Nun will Punpun auch mit seinen Freunden interessante Videos gucken, jedoch fällt das leider flach, worauf sie aber ein cooles Heft finden. Auf einmal taucht aber eine andere Gruppe auf, wo natürlich auch Aiko dabei ist, sodass der Bruder natürlich Panik des Todes bekommt. Später muss er aber an Aiko in Verbindung mit den interessanten Heftchen denken, sodass er eine Proteinladung verschüttet, wenn ihr wisst, wie ich meine. Später ist er jedenfalls von den Sternen erneut fasziniert, sodass er später unbedingt mit Aiko auf einen selbstentdeckten Planeten leben will. Punpun fragt sich aber am nächsten Tag in der Schule, wie es zwischen ihm und Aiko weitergehen soll, weshalb er auch beim Sport zusammenkracht und im Krankenzimmer landet. Da du dieses Video noch guckst und die meisten Leute diesen Channel leider nicht abonniert haben, würde ich dich mal gerne bitten, diesen Kanal zu abonnieren und dann würde ich mal sagen, weiter geht's mit dem Video. Aiko hat sich aber absichtlich verletzt, sodass sie mit ihm Zeit verbringen kann, da sie ihn auch mehr als nur gut leiden kann und außerdem Punpun noch versprach, sie zu beschützen. Und warum kommt der interessante Club später bei ihm vorbei, um einen Film über, sagen wir mal, Reibungsenergie zu gucken? Komischerweise sehen sie stattdessen aber einen Mann im Fernseher, welcher seine Eltern erledigt hat, da sein Vater zwar sein Rentnerleben genießen wollte, aber Krebs bekam, sodass der Typ seinen Vater von den Schmerzen als ein Akt der Liebe erlöste. Jedoch sieht er diesen nun immer in seinen Träumen, sodass er nun nicht weiß, ob es wirklich das Richtige war. Der Typ hat jedenfalls 3 leblose Körper und außerdem noch Geld in einer verlassenen Fabrik versteckt, welche die Kinder nun finden sollen. Die Person im Video lebt aber auf eigenen Willen schon lange nicht mehr. An einen anderen Tag kommt aber eine komische und fanatische Frau bei Yuichi und Punpun vorbei, die unbedingt ein zwielichtiges Wasser verkaufen will, was Punpuns Onkel aber nicht möchte, worauf sich beide Erwachsenen streiten und natürlich ist das Kind bei der Frau Aiko. Diese rennt darauf auch davon, jedoch kann Punpun sie einholen, worauf sie traurig ist, da sie denkt, dass Punpun sie nun als Freak ansehen würde. Deshalb will sie auch eigentlich nach Kagoshima gehen, jedoch ist das zu weit weg, sodass sie wieder nach Hause zurückkehrt, jedoch tröstet Punpun sie, indem er ihr verspricht, dass sie zusammen nach Kagoshima gehen. Und sollte er damit lügen, dann wird
er das nicht überleben. Da eine Reise dorthin aber ein halbes Vermögen für einen Grundschüler kostet, will Punpun mit seinen Freunden die Worte des Fernsehertypens folgen, da dieser ja über verstecktes Geld in der verlassenen Fabrik geredet hatte, woraus der Bruder Hoffnung schöpft. Auf dem Weg treffen sie aber wieder auf Aiko, sodass diese wegen Punpun mitkommt und der Kleine raucht einfach schon. Wäre der Manga heutzutage rausgekommen, dann wäre das eine Elfbar. Sie betreten jedenfalls die verlassene Fabrik, wo sie auf ein Mädchen treffen, welche dort offenbar zeichnet und sie ist auch verwundet, da sie wie gewohnt von ihrem eigenen Vater geschlagen wurde. Die Freunde finden aber kein Geld, obwohl es das Videoband gesagt hatte. Seki erinnert sich auch daran, dass durch die pleite gegangene Fabrik auch sein Familienrestaurant am Ende ist. Auf einmal sehen sie aber einen gruseligen Mann, sodass sie aus Angst weglaufen. Okay, auf einmal Slenderman. Jedoch stürzt Aiko, sodass Punpun bei ihr bleibt, aber die anderen rennen weg. Shimizu möchte die beiden aber nicht alleine lassen. Auf einmal entfacht sich aber ein Feuer durch Sikis Zigarette, sodass Punpun von dieser Situation überfordert ist und sein ganzes Leben an ihn vorbeiziehen sieht. Er erinnert sich auch daran, wie seine Mutter ihre Heirat mit dem Säufervater und ihrem Sohn Punpun als ein Fehler ansieht, sodass sie ihr eigenes und das Leben von ihrem Kind eigenständig aushauchen wollte. Und das, obwohl sie früher eine glückliche Familie werden wollten. Zum Glück regnet es aber, sodass das Fabrikfeuer gelöscht wird und sie es irgendwie überstanden haben, worauf sie den schönen Sternenhimmel beobachten können. Seine Mutter wird auch bald vom Krankenhaus entlassen, jedoch ist das nicht gerade eine Sache, worauf sich Punpuns Mutter freut. Aus diesem Grund hat sie auch dafür gesorgt, dass sie gestürzt ist und darauf erklärt sein Onkel, dass dessen Schwester in der Vergangenheit zwar dachte, ihre Freiheit und ihr Glück zu finden, jedoch rannte sie lediglich von der Realität davon. Trotz allem wird seine Mutter doch vom Krankenhaus entlassen, sodass Punpun nun deprimiert ist. Da er sich über die Sommerferien auch komplett abgekapselt hat, ist Aiko auch ebenfalls abweisend ihm gegenüber. Auf einmal trifft er aber auf seinen Vater, welchen er schon so lange nicht gesehen hatte. Diesen kann er im Gegenzug zu seiner Mutter auch gut leiden, jedoch muss nun sein Vater anscheinend nach Amerika. Als er dann eines Tages nach Hause kommt, wird ihm aber mitgeteilt, dass sein Nachname nun nicht mehr Punjama, sondern Onodera ist und da er dafür nicht den Grund verraten bekommt, da er noch zu jung dafür ist, will er unbedingt erwachsen plus furchtlos werden, jedoch lacht ihn Gott dafür aus. Als er darüber dann in der Schule traurig ist, hört er auch auf einmal den Song Tsubasa Okudasai des Schulchors. 2 Jahre später ist Punpun in dem Badminton-Club, jedoch hatte Yaguchi aus diesem offenbar was mit Aiko am Laufen, wohingegen Punpun 2 ganze Jahre nicht mal ein Wort mit ihr gewechselt hatte, obwohl er sie immer noch liebt. Währenddessen wird Shimizu anscheinend dazu gebracht, in der Schule 2 Schülern sein Geld zu geben, sodass Seki einschreitet und dessen Mobbern verprügeln will, jedoch kann das Mädchen mit Hilfe ihres Feuerzeuges ihn schmerzlichst an den Fabrikvorfall erinnern, sodass er eingekesselt wird. Darauf verstehen sich beide aber ganz gut. Punpun ist nach der Sache mit Aiko und ihren jetzigen Freunden natürlich niedergeschlagen und was hat seine Mutter da für Dinger? Soll das das darstellen, was ich denke? Er versucht jedenfalls über seine Trauer hinwegzukommen, jedoch ist das gefühlt unmöglich. Mittlerweile ist sein Vater aber nun wieder oder vielleicht sogar immer noch in Japan, nämlich als Sicherheitsmann in Fukushima. Und anscheinend ist Yaguchi wirklich mit Aiko zusammen, jedoch ist das Mädchen nicht mal so beliebt. Da er auch gewisse Orte von ihr sehen will, möchte Gott, dass er düstere Sachen tut, aber auf einmal taucht ausgerechnet Yaguchi auf. Darauf verbringen sogar beide Zeit, wo Punpun auch merkt, dass Aikos Freund nicht mal so schlimm ist. Also weiß er jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Gerade lutscht Yaguchi aber beim Badminton so richtig rein, wohingegen Komatsu zu wild unterwegs ist. Dieser ist nämlich der Meinung, dass es keinen Frieden auf der Welt gibt, da sich alles im Leben nur ums Gewinnen oder Verlieren dreht. Als Punpun aber das Paar inklusive einer weinenden Aiko sieht, denkt er mal wieder komplett negativ von Yaguchi, jedoch fragt er sich, ob sich Aiko einerseits verändert hat oder ihn sogar vielleicht gar nicht mehr mag. Bald findet jedenfalls ein Badminton-Turnier statt, wo Yaguchi und natürlich auch Komatsu teilnehmen. Aikos Freund wird aber wegen seiner Verletzung nicht spielen können. Außerdem weiß er nicht mal mehr, ob Aiko nicht gerade eher Punpun liebt, da sie Yaguchi zwar zuerst angesprochen hatte, aber sie weinte, als dieser Punpuns Namen erwähnte. Er möchte seine Freundin jedenfalls finanziell unterstützen, da sie einfach immer traurig aussieht. Er will aber trotzdem beim Turnier mitmachen und falls er verlieren sollte, dann lässt er die Hände von Aiko. Währenddessen trifft Yuichi Midori, also die Krankenschwester, als Punpuns Mutter noch im Krankenhaus war, welche ihn einfach mal auf ein Date einlädt. Eigentlich will er sich auch nicht verlieben, da offenbar etwas Schlimmes in der Vergangenheit vorgefallen ist, sodass er dann auch das Date vorzeitig verlässt. Später besucht er sie aber wieder im Café und sie findet es auch gutherzig, dass Yuichi seiner Schwester und Punpun unter die Arme greift, jedoch macht er das nur, um besser zu leben, also aus reinem Egoismus. Darauf sagt er einfach,
einfach mal, dass er gestern etwas an seinen Körper poliert hat, damit sie sich vielleicht freiwillig von ihm distanziert. Jedoch will Midori Yuichi nicht gehen lassen, bis er erzählt, warum er so viel Angst vor der Liebe hat. Vor 5 Jahren gab er jedenfalls Töpferkurse für Hausfrauen. Jedoch sollte er eines Tages die 16-jährige Tochter von Frau Yagi unterrichten, da ihre Mutter unbedingt mehr von Punpuns Onkel wollte. Aber die beiden hatten offenbar trotz ihres Altersunterschiedes ein paar Gemeinsamkeiten. Damit das Mädchen ihren schlimmen Alltag auch vergessen konnte, hatten beide dann auch Spaß beim Töpfern. Den Spruch, welchen Yuichi Punpun beibrachte, um Gott nach Rat zu fragen, kam auch in Wirklichkeit von ihr, und um sie aufzumuntern, verbrachte er auch immer mehr Zeit mit ihr. Und das Mädchen wurde gegen Yuichis Vermutungen gar nicht gemobbt, sondern sie musste ihre Schwangerschaft abbrechen, und da ihre Mutter sie deswegen zu Hause immer festband, ist sie weggelaufen, sodass sie nun Yuichi um Hilfe bittet. Danach küsste das Mädchen sogar ihn in seiner Wohnung, ohne dass er es wollte, was sie aber nicht verstand, da er ebenfalls nicht glücklich zu sein schien. Darauf kam aber Yuichis Freundin vorbei, sodass sich die 16-Jährige verstecken musste. Er war jedenfalls schon 5 Jahre mit seiner damaligen Partnerin zusammen, jedoch wollte diese nicht mehr damit warten zu heiraten, besonders da ihr Umfeld ihr Druck machte. Und trotz dieser ungewöhnlichen Situation machte das Paar darauf, sagen wir mal, Übungen mit Reibungsenergie, was die 16-Jährige natürlich hautnah miterlebte. Wochen später traf er auf die Mutter der Teenagerin, und als Yuichi fragte, ob diese ihre Tochter zu Hause einsperrt, lenkte sie nur ab, worauf einfach mal sein Arbeitskollege Washio mit einem Hammer auf die Frau einschlug. Daran ist auch einfach mal ihre eigene Tochter schuld, dass sie den Typen einfach mal dazu brachte, indem sie, nun ja, sein Ding wie ein Lollipop behandelte, wenn ihr wisst, wie ich meine. Also ich wusste ja gar nicht, dass das so eine gefährliche Waffe sein kann. Darauf ging sie jedenfalls weg, und wegen der ganzen Sache verachtet er nun auch die gesamte Menschheit und besonders sich selbst. Deshalb ließ er auch den Job bei der Töpferei und seine Freundin hinter sich. Und obwohl er sich selber bemitleidet, mag ihn Midori dadurch nur noch mehr. Darauf sagt Yuichi auch noch, dass er sie nicht verletzen möchte, aber sie denkt eher, dass er nicht erneut verletzt werden will. Also möchte sie nun mit ihm zusammen die Töpferei erneut besuchen. Währenddessen will aber Punpuns Mutter ihre Sorgen mit Hilfe von Alkohol für eine kurze Zeit wegspülen, wohingegen der Bruder sich selbst durch Badminton davon ablenken will, an Aiko und Yaguchi zu denken. Offenbar ist Washio nun auf einem viel besseren Weg, Frau Yagi geht es vor allem ganz gut, und außerdem hat einfach mal ihre Tochter sie davon abgehalten, die Töpferei zu verklagen, da die damalige Jugendliche nun einfach Töpferei studiert. Deshalb ist er auch Midori dankbar, jedoch geht es ihm nicht gerade besser, sodass er sich nun von ihr trennt, da er nicht weiß, woran er sich nun festhalten kann und sich nun überrollen lassen möchte. Zum Glück erscheint aber die weinende Midori, welche ihn aufhalten kann, da sie ihn jetzt nicht mehr loslassen will. Darauf gesteht Yuichi ihr auch seine Liebe. Nun ist aber Matchday des Badminton-Turniers, und hier muss Yaguchi gegen Komatsu ran, jedoch ist dieser ja eigentlich noch verletzt. Punpun trifft hier auch auf Aiko, sodass sich beide das entscheidende Match ansehen, und überraschenderweise führt Yaguchi sogar, sodass Punpun denkt, sie für immer zu verlieren. Diese sagt aber, dass wenn man eine gute Familie hat, es einfach nur gierig ist, wenn man noch mehr Liebe möchte. Selbst wenn man dann zusammen sein würde, könnte man sich ihrer Meinung nach nie wirklich nahe kommen. Und genauso sowas möchte sie nicht, denn ihr Freund sollte alles für sie aufgeben können, was für Yaguchi offenbar nicht möglich ist. Aiko hat nämlich Angst, alleine zu sein, worauf sie Punpuns Hand berührt. Ihr einziger Traum ist es jedenfalls, eine Person in ihrem Leben zu haben, welche sie komplett kennt, um friedlich sterben zu können. Punpun fragt sich nun aber, was er machen soll, worauf er ebenfalls ihre Hand drückt und sich im selben Moment Yaguchi verletzt. Deswegen hat dieser verloren und Punpun gewonnen, jedoch ist der Bruder nicht wirklich glücklich darüber, weil es sich vielmehr so anfühlt, als hätte er ihnen etwas Wichtiges weggenommen. Deshalb sagte Aiko auch, dass diese sich um Yaguchi kümmern soll, weshalb diese natürlich niedergeschlagen ist, worauf er wegrennt, und damit verabschiedet sich auch Punpun von Aiko. Währenddessen bringt Yuichi Midori nach Hause, und Punpuns Mutter ist davon richtig begeistert, sodass sie auch gleich hier einziehen soll. Durch sein Gefühlschaos kapselt er sich auch immer mehr von seinen alten Freunden ab, und er will wieder Weltraumexperte werden. Nun sind Midori, Yuichi und Punpun aber im Freizeitpark, und sie möchte nun ein Café weiterführen, wo Punpuns Onkel auch die Töpfersachen für herstellen soll. Yuichi möchte sie, wenn alles gut klappt, sogar heiraten. Währenddessen geht es Punpun aber gar nicht gut, sodass er sich mit den Lernen ablenkt. 2 weitere Jahre später verkauft Punpuns Mutter aber das Haus, und währenddessen macht der Bruder die Aufnahmeprüfungen an der Highschool, was er auch durch sein ganzes Lernen schafft. Komischerweise ist Yuichi auch seit einer ganzen Woche nicht nach Hause gekommen, worauf sich dieser wieder auf den Gleisen befindet. Trotz der bestandenen Prüfung will Punpun auch einfach was anderes. Und sein Abschluss von der Mittelschule lässt ihn noch komplett kalt, sodass er sogar Aiko ignoriert. Währenddessen hat Yuichi
Itachis Zugplan aber zum Glück nicht geklappt, jedoch hatte er eine Affäre, sodass er nun verklagt wird. Er wollte das auch mit dem Geld für die Heirat zwischen ihn und Midori bezahlen, jedoch hat Punpuns Mutter deswegen das Haus verkauft, obwohl Yuichi sonst immer auf sie herabsah. Für ihn ist es aber noch härter zu wissen bzw. zu akzeptieren, dass sie Midori sogar seine Affäre verzeiht. Sein Taxifahrer hat als Ex-Yakuza aber noch schlimmere Sachen gemacht, bis dessen Frau ihn zum Glück rettete, welche nun aber leider nicht mehr lebt. Yuichi hat aber noch jemanden, der auf ihn wartet und bei welchen er sich für all die Liebe bedanken kann. Nun ist aber der Tag, wo Punpuns Familie umzieht und es kommt ihnen vor, als wären sie gerade erst eingezogen. Und obwohl es mit dem Café gut läuft, macht diese Situation Midori natürlich fertig, sodass eine Sache zum anderen führt und sich sein Wunsch erfüllt, jedoch kann er nur an Aiko denken. Darauf fragt er sich auch wirklich, was er machen soll, jedoch hofft er irgendwann, ein gutes Leben zu leben. Währenddessen ist Seki auf einer Parkbank am Chillen, wo er darüber nachdenkt, wie die Menschen eigentlich frei sind, jedoch sich durch ihre Moral selbst behindern. Auf einmal taucht aber Shimizu auf und Seki braucht dringend Geld, sonst könnte er plus seine Mutter wirklich bald obdachlos werden. Deshalb soll er nun von einer Frau dessen Ex beseitigen und dafür würde er auch egal welchen Betrag bekommen. Jetzt müsste der einfach so zur Polizei gehen und seine Auftraggeberin anzeigen. Shimizu soll währenddessen die Wohnung eines alten Mieters reinigen, aber das ist zu viel für ihn. Darauf beschattet Seki jedenfalls sein Ziel und währenddessen bemerkt er, dass hier alle Menschen irgendwie leere Hüllen sind, die ohne jegliche Orientierung durch die Welt wandern. Jedenfalls will er seinen Opfer auch den entscheidenden Schubser geben, da er zeigen will, dass er nicht wie all die anderen von seiner Moral behindert wird, aber am Ende tut er es doch nicht. Das war auch die richtige Entscheidung, denn seine Auftraggeberin ist nochmal zu Sinn gekommen und will ihren Ex doch nicht leiden sehen. Seki sagt der Frau, dass sie lieber glücklich sein sollte, statt anderen etwas Schlechtes zu wünschen, worauf er aber ein Glas Wasser ins Gesicht kassiert, denn er als Kind kann noch nicht wissen, worüber er da redet. Punpun ist nun jedenfalls mit seiner Klasse beim Karaoke und obwohl er hier nicht alleine ist, fühlt er sich trotzdem einsam. Jedoch redet auf einmal seine Mitschülerin Kani mit ihm und da sie ebenfalls hier keinen Spaß hat, verlassen beide die Bar, worauf sich die beiden auch fürs nächste Wochenende verabreden, da dann ihre Schwester bei einer Kunstgalerie ist. Zeitgleich wissen Seki und Shimizu zwar nicht, wie sie so als Erwachsene werden, aber sie möchten auf alle Fälle Freunde bleiben. Auf einmal sind aber Midori und Yuichi verheiratet, sodass sich einerseits Punpun und natürlich auch ich mich frage, was gerade hier abgeht. Einen Tag nach der Situation zwischen Midori und Punpun kam sein Onkel nämlich wieder zu ihr und dieser ist gerade auch in Therapie. Punpun will darauf auch nicht wirklich gewaltfrei antworten, jedoch schafft es nur ein Glückwunsch aus seinem Mund. Später sagt aber seine asoziale Mutter, dass er kein Recht darauf hat, traurig zu sein. Er soll nämlich endlich erwachsen werden und aufhören rumzuheulen. Darauf will Punpun auch optimistisch sein, jedoch kriegt das einfach nicht hin. Jedoch denkt er an Kani, sodass er wieder glücklich ist, aber er hat Angst, alleine gelassen zu werden. Währenddessen hat seine Mutter Spaß mit jemandem, jedoch ist sogar dieser der Meinung, dass Punpuns Mutter zu selbstsüchtig ist. Danach vertragen sie sich auch wieder und sie möchte, dass der Typ sie heiratet, jedoch hat der Typ schon eine Ehefrau und darauf sagt Punpuns Mutter, dass ihr noch nie was Gutes passiert ist. Also dieser Frau wünsche ich wirklich nur das Schlechteste. Die ist ja noch grauenhafter als der Komikan Communicate Anime und sie ist gerade auch so richtig angepisst. Sie möchte damit aber ihr eigenes Leben beenden, jedoch bricht sie einfach zusammen. Ihre Lunge ist nämlich nicht ganz in Ordnung, sodass Punpuns Mutter mal wieder im Krankenhaus ist. Ihre Medizin wirkt aber ganz gut, sodass hier einfach mal Titan aus AOT sind und sie fragt sich, warum sie mit niemandem zurechtkommt. Als die Halluzinationen dann verschwinden, hilft ihr aber Shuntaro, mit welchen sie sich dann auch anfreundet und sie scheint den 16-Jährigen anscheinend auch ein bisschen mehr zu mögen. Darauf erinnert sie sich an eine Unterhaltung mit Punpuns Vater, wo sie sich zwar scheiden und ihren Sohn mitnehmen wollte, jedoch wünschte sie sich nie wirklich ein Kind, worauf sie erneut Punpun und sich selber beseitigen wollte, jedoch wurde sie einfach mal von ihrem Ehemann durch eine Mikrowelle ausgenockt. Dabei wollte sie einfach nur durch seine Worte beruhigt werden. Shuntaro ist jedenfalls in dem Krankenhaus, da durch einen Fahrradunfall seine Freundin noch stärker verletzt wurde, obwohl diese ihn gewarnt hatte und der Junge weiß nun nicht, wie es weitergehen soll, da er sich schuldig fühlt. Punpuns Mutter sagt ihm aber, dass er sich wenigstens entschuldigen sollte, da sich zu distanzieren nur kontraproduktiv ist. Dies hatte sie sich nämlich von ihrem Mann gewünscht, weil sie Punpuns Vater eigentlich noch liebt, jedoch aus Selbstrespekt nicht wieder zu diesem zurückkehren kann. Ihren Sohn verabscheut sie aber immer noch, besonders durch dessen Negativität. Sie hat jedenfalls nun keinen Ort, wo sie sich wohlfühlt und weiß nun auch nicht wirklich, wie es in ihrem Leben weitergehen soll. Währenddessen macht sich Punpun voller Optimismus zu den Treffen mit Kadi auf und währenddessen hofft seine Mom, endlich eine gute Mutter zu werden. Der Bruder versucht jedenfalls
ist, das Date perfekt zu machen, jedoch kommt er ihr einfach nicht näher. Im Gegenzug zu Punpun ist für sie auch die Familie das Wichtigste, worauf er überhaupt zweifelt, ob er Cuddy überhaupt mag, sodass er mal wieder an Aiko denken muss. Bei der Kunstausstellung erinnert ihn aber ein Bild an seine Geschichte mit Aiko, sodass er diese in ein Gästebuch von Cuddys Freundin Sachi niederschreibt. Später kann er aber nur an ihren Körper denken, worauf sie zwar eigentlich gehen muss, aber Punpun will, dass sie noch einen Moment bleibt. Als er aber sagt, dass er heute nicht bei seiner Mutter im Krankenhaus, sondern auf dem Date ist, kann sie das persönlich nicht verstehen, da für sie ja die Familie das Wichtigste ist, sodass sie die Situation nur aus ihrem Standpunkt betrachtet. Sie findet ihn deshalb jedenfalls egoistisch, worauf ihn Gott dazu überzeugt, Cuddy gegen ihren Willen zu küssen, aber er wird brutal abgewiesen. Darauf lässt sie ihn mit den Worten, du bist eine sehr traurige Person, zurück. Also fragt er sich nun, warum er immer Leute wehtut, welche er eigentlich liebt. Und offenbar hat Shuntaro mit seiner Freundin ein Happy End. Durch sein Gespräch mit Punpuns Mutter hat er nämlich realisiert, dass selbst Erwachsene mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Als diese aber wieder zu Hause ist, schreit sie erneut ihren Sohn an, aber da Shuntaro will, dass sie gut mit Punpun auskommt, bereut sie das sofort. In der Schule kommen Kani und der Bruder auch wieder einigermaßen miteinander klar, jedoch hat er durch die Geschehnisse auf dem Date sein komplettes Selbstvertrauen verloren. Seine Mutter hat parallel dazu offenbar Krebs und Punpun beschließt sich nun dazu, sich nie wieder zu verlieben. Nach 2 Jahren liegt Punpuns Mutter nun sogar durch den Krebs auf dem Sterbebett, wo sie sich aber noch vor ihrem Tod bei ihrem Sohn entschuldigt und sie hatte einfach mal die ganze Zeit die Briefe geschrieben, welche er dachte, von seinem Vater bekommen zu haben. Das ändert aber nichts an seinen Gefühlen für seine Mutter. Außerdem kommt nun sogar Punpuns Vater vorbei, sodass er auf seinen Sohn plus das frische Ehepaar trifft. Dieser möchte jedenfalls, dass Punpun mit ihm nach Fukushima geht, jedoch möchte er lieber alleine leben, worauf ihm aber sein Onkel sagt, dass wenn er das tut, entschlossen sein muss, Verantwortung zu übernehmen. Außerdem weiß dieser auch von der einen Sache zwischen ihm und Midori, aber Yuichi ist darüber nicht wütend. Zudem möchte er das, wenn Punpun etwas tut, dass dieser damit friedlich sterben kann. Danach kommt er auch sehr gut mit den Alleinleben klar und währenddessen trifft sich eine komische Sekte. Nun muss Punpun jedenfalls zu seinem Teilzeitjob, wo er einfach nur auf Langeweile angelehnt die Leute bei dem Bahnhof zählen muss. Danach will er sich aber überrollen lassen, jedoch lässt er das bleiben. Auf einmal sieht er aber ganz zufälligerweise Aiko, jedoch ist diese darauf leider wieder verschwunden. Wegen diesem Ereignis möchte Punpun nun auch wieder sein Leben vorantreiben, sodass er nun auch ein eigenes Apartment hat. Und falls sich in 2 Jahren nichts ändert, dann will er auch nicht mehr weiter leben. Währenddessen kommt der Sektenanführer Pegasus bei Punpuns Arbeitskollegen Mimura vorbei, der aber sofort wieder verschwindet und irgendwie fühlt er sich dadurch von Gott auserwählt. Trotzdem weiß er nicht, ob sein jetziger Lebensweg der richtige ist. Aus diesem Grund beneidet er auch Punpun, da dieser so sorgenfrei zu sein scheint, aber in Wahrheit eher das Gegenteil der Fall ist. Währenddessen sorgen sich auch Midori und Yuichi um Punpun, sodass er von diesen sogar ein Handy bekommt. Da er aber wirklich gerade schlecht klarkommt, redet sein Vermieter mit ihm und dieser findet, dass er dieselben traurigen Augen hat wie der verstorbene Vormieter. Diese emotionale Situation sieht man ihn auch anhand seiner neuen und sehr leblosen Erscheinung an. Er sollte sich nämlich viel lieber anderen öffnen und auch diesen vertrauen. Auf einmal taucht aber Sachi auf, welche damals das Sternenhimmelbild gemalt hatte und seine ehemalige Mitschülerin hat nun by the way auch einen festen Freund. Jedenfalls will sie das, was er damals in das Gästebuch geschrieben hat, als Geschichte veröffentlichen und deshalb mit Punpun arbeiten. Durch den Alkohol fällt er aber brutal auf die Fresse, worauf er wieder an Aiko denken muss. Als er aber wieder zu sich kommt, ist er plötzlich bei Sachi. Er will zwar auch für das Frühstück bleiben, jedoch war das nur eine Lüge, sodass er jetzt schon abhaut. Später trifft ihn aber wieder Sachi und zu Hause bei ihr will er, sagen wir mal, ohne ihr Einverständnis den Lachs verstecken, jedoch dreht sie sich wieder um, also lässt das bleiben. Sie empfiehlt ihn jedenfalls, öfter seine Meinung zu sagen und einfach mal er selbst zu sein. Darauf erzählt er jedenfalls, dass er in Wahrheit das letzte Mal gegangen ist, da sie zwar nicht seinen Rücken, sondern etwas anderes steif gemacht hatte, sodass er auch mal wieder einen Körperteil poliert hat. Sachi findet ihn deshalb jedenfalls interessant und sie möchte nun, dass er endlich die Geschichte niederschreibt, wovor Punpun sich jedoch weigert, aber darauf meint sie, dass er sich nicht immer verstecken kann. Der Bruder selber möchte aber erstmal alles mit Aiko regeln, jedoch findet Sachi, dass er das eher als Ausrede nutzt, statt im Leben voranzukommen. Sachi schlägt sogar vor, das Mädchen für Punpun sofort zu finden, jedoch will er das nicht, sodass sie ihm sagt, dass er so auch nicht weiterleben braucht. Darauf geht er jedenfalls. Bei Sachis Arbeit ist jedenfalls der Mathelehrer ebenfalls in der Sekte und er schwärmt auch vom Sektenanführer Pegasus, da dieser ziemlich sicher seine Zukunft voraussagen konnte. Danach trifft sie auf Punpun und seine Geschichte ist leider viel zu mangahaft. Darauf kommt jedenfalls Kannis Schwester vorbei, die by the way mit Sachi befreundet ist und
Punpun will die ganze Sache auch aufgeben, aber Miyuki erzählt, dass Tachi selbst mal Mangaka werden wollte, jedoch hatte dies leider nie geklappt, sodass sich Punpun nun entschließt, ihr zu helfen, sodass er daran weiterarbeiten möchte. Nun sucht sich Tachi aber eine neue Wohnung, wo sie sich aber mault und sich eine alte Wunde öffnet. Später bietet Punpuns netter Vermieter ihm zum Glück einen Job an. Dessen Tochter geht Punpun aber an, da dieser nicht aktiv nach Arbeit sucht, sondern nur halbtot durch sein Leben läuft, worauf ihn Tachi jedoch in Schutz nimmt. Später sagt sie, dass sie das auch nur tat, da er sie an ihr früheres Ich erinnert, jedoch hat sie aufgehört aufzugeben und so sich aus ihrem damaligen Tief rausgekämpft. Punpun sollte jedenfalls glücklich sein, dass sonst niemand einen so armseligen Menschen wie ihn helfen würde. Darauf ist er auch wieder in seiner normalen Erscheinungsform, worauf er dem Manga zeichnen will, bis Tachi zufrieden ist und sie lächelt. In der darauffolgenden Zeit scheint er sich auch zu verbessern und Tachi möchte unbedingt einen Manga mit Bedeutung schreiben. Die beiden werden jedenfalls gute Freunde, sodass ihn diese Nähe am Leben hält. Er möchte nun auch mit ihr zu einem Fest mit den klassischen Romance-Anime-Feuerwerk, jedoch sieht er sie mit einem anderen Typen, sodass er natürlich niedergeschlagen ist und doch nicht mehr mit ihr dahin gehen will. Zum Glück kommt aber Tachi vorbei und der Typ war nur ihr Ex-Mann, welcher sie vor einem Stalker beschützt und da sie so nett zu ihm ist, befürchtet Punpun sich auch in sie zu verlieben, wogegen sie aber nichts hätte. Irgendwas an sie erinnert ihn auch an seine Mutter, worauf beide zwar Reibungsenergie erzeugen wollen, jedoch kriegt das nicht hin, Tachi zu küssen, da er immer noch nicht von Aiko losgelassen hat. Trotzdem möchte sie diese Freundschaft weiterführen, worauf sie ihn küsst. Später haben die beiden auch eine Schneeballschlacht und zum Geburtstag schenkt Punpun ihr auch eine schöne Uhr, weshalb sie ihn zeichnet, jedoch sagt ihn dieses Bild später, dass nichts für immer hält. Ein Jahr später wollen beide auch ihren Manga einreichen. Währenddessen treffen sich aber wieder Shimizu und Seki, jedoch soll Shimizu auch mal andere Freunde finden. Auf einmal tritt aber Pegasus in der Stadt mit einem Mikrofon auf und dieser sagt, dass die Welt in 6 Monaten untergehen wird. Der Manga der beiden scheint auch sehr stabil zu sein, jedoch ist er leider langweilig. Pegasus will währenddessen Bürgermeister von Tokio werden und die Welt vor einem sicheren Untergang retten, sodass er eine neue und bessere Welt erschaffen kann. Bald gibt es jedenfalls ein Erdbeben in Tokio, jedoch ist Punpun gerade in seiner Wohnung und weint. Tachi kommt jedenfalls vorbei, aber er möchte auch selbstständig und nicht immer von ihr abhängig sein. Darauf geht Tachi jedoch wieder, da ihre Worte offenbar nichts bewirken. Seki erinnert sich nun an einen Kindergartentag zurück, wo er jedenfalls mit Shimizu und dessen Mutter nach Hause ging. In der Gegenwart fragt Seki seine Arbeitskollegen auch, ob man lieber einen Freund oder die Mutter von diesen retten solle. Seine Freundin weiß auch nicht, warum sie überhaupt zusammen sind, da ihm Shimizu viel wichtiger ist. Nämlich diesen hatte er damals gerettet, sodass dessen Mutter starb, aber er sagte ihm, dass sie nicht tot sei. Shimizu hat auch gerade keine Zeit für eine Freundin, da er sich um seine Mutter kümmern muss, welche aber schon lange nicht mehr atmet, denn diese existiert nur noch in seinen Gedanken. Komischerweise ist Pegasus an Shimizu interessiert, worauf sich auch die guten Freunde streiten. Später bekommt Seki aber ein Angebot von dem Mathelehrer aus der Sekte für einen wichtigen Auftrag. Offenbar ist Punpun nun dabei, ein Makler zu werden und währenddessen wird einfach mal sein Vermieter Ladendiebstahl von einer alten Frau vorgeworfen, worauf Pegasus diese Dame als Black Mark betitelt. Da der Vermieter wegen den Folgen auch im Krankenhaus ist, muss Punpun sich auch woanders eine Arbeit suchen. Tachi möchte sich zwar auch bei den Verantwortlichen dafür rächen, jedoch will der Vermieter lieber, dass sie an das Gute der Menschen glaubt. Währenddessen sind die ehemaligen 2 guten Freunde aber zu Fremden geworden. Jedenfalls sind nun 2 Jahre um und bei Punpun hat sich nicht groß was verändert, sodass er nun eigentlich vorhat, nicht mehr zu atmen. Jedoch taucht Pegasus ganz plötzlich bei ihm auf und dieser sagt, dass das Black Mark für das Unglück in sein Leben verantwortlich ist. Da er aber so beeindruckt von seinem Nachbarn Takashi ist, gibt er sich nun als diesen aus, um genauso perfekt zu sein. Bei seinem Fahrschulunterricht trifft er aber ausgerechnet auf Aiko. Sie würde auch gerne mit ihm abhängen, jedoch muss sie zu ihrem Job als Model, also ist ihr Kindheitstraum einfach mal wahr geworden. An einem anderen Tag treffen sie sich jedenfalls, wo er aber lügt, ein Student zu sein und eine Freundin zu haben. Sie hat da hingegen aber wirklich einen Freund. Währenddessen reicht Tachi ihren eigenen Manga ein und der ist sogar gut, denn Punpun hat sie offenbar nur zurückgehalten. Später trifft sich dieser aber mit einer anderen Frau, jedoch fühlt es sich nicht richtig an, sodass er geht und sein Aussehen sich erneut ändert, worauf er Aiko auch für sein ganzes Unglück Schuld gibt. Später trifft er sich aber wieder mit ihr, aber nicht mit seiner eigenen, sondern mit Takashis Persönlichkeit. Als sie aber darüber froh ist, dass er doch kein schlechtes Leben führt, verändert er sich wieder, da in Wahrheit eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Darauf landen beide in einem Hotelzimmer, sodass er ihr Leben genauso ruinieren will, sodass er ohne dass es Aiko will weitermacht, jedoch stoppt er nochmal, worauf Aiko weggeht und er sie damit endgültig verloren hat. Also möchte er nun ein
seinen Führerschein nutzen, um weit weg einen Neuanfang zu machen. Später trifft er sich jedenfalls mit Sachi und ihren Ex, wo der Typ Punpun empfiehlt, sich von ihr fernzuhalten, da seine Ex-Frau egoistisch ist. Danach erzählt Sachi, dass ihr Manga-Projekt gut läuft, jedoch ist sie außerdem noch schwanger, nämlich einfach mal von ihrem Ex-Ehemann, da die Einsamkeit für einen Moment der Schwäche sorgte. Darauf fragt sie Punpun, ob er sie nach dem Schwangerschaftsabbruch unterstützen würde, worauf er mit Ja antwortet. Danach will er jedenfalls mit ihr wegfahren, worauf er sich aber noch bei Aiko entschuldigt, die darauf aber geht. Währenddessen labert Pegasus nun aber wieder seinen Sektenkram, als dessen Chor aber den Song aus Punpuns und Aikos Kindheit namens Tsubasa Okudasai singt, beichtet er ihr, dass das mit der Freundin gelogen war und dass er sie ungerechtfertigt für alles verantwortlich gemacht hatte. Sie hatte Punpun aber damals versprochen, ihn zu erledigen, falls er sie erneut belügt. Das lässt sie aber dieses Mal, da sie ebenfalls oft log und genauso auf ihn gewartet hatte. Sachi will jedenfalls einen Beweis dafür haben, dass Punpun sie liebt, jedoch gibt Aiko ihnen zur selben Zeit einen Kuss, da sie in Wahrheit auch keinen Freund hat und die Modelgeschichte auch nicht so wirklich wahr ist, da sie dort das Glücklichsein vorspielen musste und deshalb aufhörte. Darauf haben beide Herzklopfen, sodass er nun über Aiko noch schlechter hinwegkommen kann. Zu Hause guckt sie jedenfalls mit einem verletzten Auge auf ihren Führerschein und nicht nur dort, sondern auch auf ihrer echten Arbeit ist ihr Leben echt schlimm. Deshalb will sie auch einfach nur normal sein. Aus diesem Grund kommt sie auch bei Punpun vorbei und das während Sachi ihr Baby loswerden will. Darauf vereinigen sich beide auch körperlich und beide sagen zwar, dass sie den jeweils anderen lieben, jedoch hätte Punpun seiner Meinung nach nicht noch tiefer sinken können. Mittlerweile ist Midori aber ebenfalls schwanger. Aiko weiß aber nicht mehr, warum sie überhaupt noch lebt, da sie zwar ihrer verletzten Mutter helfen wollte, aber dafür nur angeschrien und geschlagen wird. Also will Punpun nun mit ihr zusammen weggehen, aber sie soll sich noch davor von ihrer Mutter verabschieden. Shimizu sieht nun auch die gleiche Vision, welche Pegasus glaubt, dass sie passiert, also müssen sie unbedingt das Black Mark bekämpfen. Aiko und Punpun wollen sich währenddessen von ihrer Mutter verabschieden, welche jedoch ein bisschen schwierig ist, jedoch kann sie gerade in dieser Situation lachen, besonders da Punpun sie beschützen will. Die Mutter beschuldigt aber Aiko, dass sie die ganze Zeit nur lügt, obwohl sie eigentlich die Wahrheit sagt, worauf sie ihre eigene Tochter schlägt. Aikos Mutter möchte sie nämlich gegen ihren eigenen Willen zu Hause behalten, da die junge Frau nicht auf sich aufpassen könne, worauf Aiko aber keinen Sinn mehr in dieser Unterhaltung sieht und nicht mehr in dieser Familie bleiben will. Darauf springt aber ihre eigentlich verletzte Mutter mit einem Messer auf, jedoch kann Punpun dafür sorgen, dass erst nur Aikos Schulter und darauf neben ihm die Wand getroffen wird. Darauf sticht die Mutter aber in die Seite ihrer eigenen Tochter, worauf diese sogar auf sie herumtrampelt. Auf einmal erscheint aber Gott, welcher schon so lange auf diesen Moment gewartet hatte, worauf der verstörte Punpun auf die Mutter stürmt und gewaltvoll Aikos Mutter nie wieder atmen lässt. Darauf geht Aiko aber nochmal auf Nummer sicher, sodass sie auf ihre Mutter einsticht. Währenddessen versucht Pegasus einfach mal die alte Dame, welche Punpuns Vermieter einen Diebstahl vorwarf, vom Black Mark mithilfe von Gewalt zu reinigen, jedoch verschwindet er, da er niemanden schaden will. Aiko hat nun jedenfalls einen Albtraum, jedoch wacht sie wieder auf, da sie und Punpun gerade einen wahren Albtraum erleben, worauf sie den leblosen Körper verbuddeln. Punpun möchte auch die ganze Schuld vor Gericht auf sich nehmen, da er einfach nur Aiko retten wollte, jedoch möchte sie, dass er bei ihr bleibt. Darauf wollen beide jedenfalls nicht in ihrer Stadt bleiben und Punpun findet es nun auch gerechtfertigt, bestimmte Leute aus dem Weg zu räumen. Später fühlt sich Aiko aber gar nicht gut, sodass sie in ein Hotel übernachten, wo sie auch sagt, dass man niemanden entsorgen sollte, worauf er aber ihren Mund zuhält, sodass sie Punpuns Finger blutig beißt und er sie schlägt. Also fragt sie sich nun, wie das Ganze passieren konnte, worauf Punpun sein Versprechen einhalten will, also wollen sie nun nach Kagoshima. Währenddessen fragt sich Pegasus, wie er weitermachen soll, da er nicht weiß, wo das Black Mark ist oder ob dies nur als Rechtfertigung für seine Taten existiert. Zur gleichen Zeit will sich Seki nun von seiner Freundin trennen, aber da diese ihren Vater, also Sekis Boss, anlügt, will er verschwinden. Währenddessen fragt Shimizu seine Mom, ob sie wirklich existiert, worauf diese jedoch verschwindet, da sie schon lange nicht mehr lebt. Jedenfalls will Pegasus Sekte mit den Songs Tsubasa Okudasai der Welt wieder Harmonie verschaffen und Seki spricht nun mit dem Mathelehrer aus der Sekte, welcher ihm wegen einem Auftrag Geld gibt und dieser Typ ist auch der Verantwortliche für das Tape aus seiner Kindheit, da er dem Mann aus dem Video zu einem Gott machen wollte, aber da dies nicht klappte, hat er das stattdessen mit Pegasus vor. Aiko und Punpun reisen nun jedenfalls durch die Gegend und trotz der jetzigen Situation findet er nicht, dass er seinen Tiefpunkt erreicht hat, jedoch haben sie nicht die nötigen Papiere, um zum Beispiel eine neue Wohnung zu mieten. Da er aber theoretisch nur ein Auge braucht, um Aiko zu sehen und ihr so vertrauen zu können, will sie das andere nutzlos machen. Währenddessen arbeitet Sachi an ihrem Manga, sodass sie sich auch nicht um Punpuns Verschwinden kümmern will,
da sie eigentlich was Wichtigeres zu tun hat. Aiko konnte aber nur minimal Punpuns Auge treffen, da sie ihn liebt. Er ist deshalb aber sauer, da sie die Sache offenbar nicht ernst genug nimmt, weil sie sein Auge in Ruhe lässt. Ey bitte, wie kommt man auf sowas? Sachi sorgt sich währenddessen doch mehr um Punpun als gedacht und sie sollte auch offener mit ihren Gefühlen umgehen. Im selben Moment vertragen sich jedenfalls die beiden. Später sind sie dann in Kyoto, jedoch fühlt sich Aiko nicht berechtigt zu entspannen, obwohl sie nach Punpun nicht mal in Eile sind. Darauf sieht er jedenfalls Bilder von all den Personen in seinem Leben. Als er aufwacht, liegt er aber neben Aiko, worauf er ihre Hände um seinen Hals legt, jedoch möchte sie nicht alleine gelassen werden. Währenddessen wird Sachi gesagt, dass Punpuns unselbstständiger Art zwar gut für sie war, jedoch hat sie nie Punpuns wahren Charakter erkannt. Das merkt sie auch direkt, als sie mit seinem Vermieter spricht, da er sich hinter seiner Fassade immer angestrengt hatte und niemanden Sorgen bereiten wollte. Also fragt sie sich nun, ob sie Punpun überhaupt kennt. Jedenfalls findet sie in seiner Wohnung ein Handy mit Midoris Nummer, worauf sich die beiden auch treffen und Sachi gesteht jedenfalls Yuichi, dass sie im Thema Punpun sehr selbstsüchtig war. Zu Hause ist sie auch erfolgreich mit ihrem Manga, da sie sich aber einsam fühlt, fängt sie zu weinen an und beschließt sich aus Frustration ihre Haare zu schneiden. Währenddessen schreibt Aiko ihre Wünsche nieder, jedoch findet das Punpun mittlerweile nutzlos. Er googelt nun sogar nach Kriminellen auf der Flucht und danach, wie man sich selbst das Leben aushauchen kann. Sachi spricht nun aber mit Punpuns Dad und scheinbar scheint ihr Manga auch nicht wirklich gut anzukommen. Aus diesem Grund streitet sich Punpun mit dem Typen, welcher Sachis Manga schlecht geredet hat, worauf er sich einen Knüppel schnappt. Währenddessen erzählt dessen Vater, dass Punpun damals fasziniert von Sternschnuppen war, jedoch nur bis sein Freund aus diesem Grund einen Unfall hatte, wofür er sich selbst schuldig fühlte. Dieser haut zeitgleich heftig auf den Typen ein, jedoch geht Aiko dazwischen, worauf sie ins Auto steigen, aber der Mann demoliert noch die Frontscheibe, bevor die beiden wegfahren können. Punpun behauptet jedenfalls, dass er sich nur verteidigt hatte, was aber eine Lüge ist, sodass ihn nun selbst Aiko komisch findet. Am nächsten Tag will er auf einmal aber nach Tanegashima. Auf der Insel fragt sich Aiko, wie es wohl gewesen wäre, wenn Punpun nun ein Weltraumexperte wäre, aber er findet es bedeutungslos, über Was-wäre-wenn-Szenarien nachzudenken. Trotz dessen kann man Spaß haben, darüber nachzudenken, besonders da er froh ist, Aiko getroffen zu haben. Danach verbringen sie auch eine schöne Zeit am Strand, worauf es aber wieder ernst wird, da Punpun ihr Leben beenden will, da beide an ihr Limit gekommen sind und so nur er alleine wäre, jedoch will Aiko weiterleben. Eines Tages wird er auch froh darüber sein, noch zu leben, jedoch gibt es für ihn als jemand, der einen Menschen auf dem Gewissen hat, keine Zukunft, worauf sie die ganze Schuld auf sich nehmen möchte und unbedingt will, dass Punpun diese Lüge glaubt. Darauf haben sich beide aber wieder beruhigt und er realisiert nun auch, dass er Gott nie in sein Leben hatte, sondern dass das immer nur seine eigenen Worte und Gedanken waren. Währenddessen wird Seki aber von zwei Typen festgehalten, welche seinen Boss wegen dessen Tochter rächen wollen, worauf er sich blutüberströmt an Sachi erinnert, welche er damals als Kind in der verlassenen Fabrik traf und ihn irgendwann ihren Manga zeigen wollte. Am nächsten Tag warnt er Shimizu aber ein letztes Mal vor der Sekte, da er nun den wichtigen Auftrag des Mathelehrers annehmen will und so etwas Großes bewirken wird. Sein ehemaliger Freund nennt ihn aber nur egoistisch und in Wahrheit war dieser wichtige Auftrag einfach nur ein Fernseher anzuschalten. Pegasus behauptet währenddessen, dass die Seelen seiner Anhänger ihren Körper verlassen müssen, worauf der Mathelehrer das Gebäude anzündet, wo aber auch Shimizu drinne ist, sodass Seki davon auch mitbekommt. Zur gleichen Zeit haben die beiden nun auch die Chance, einen Job zu bekommen, jedoch wurde der leblose Körper gefunden, sodass Aiko nun von der Polizei gesucht wird. Das brennende Gebäude erinnert Seki jedenfalls an den Fabriktag, sodass er Shimizu retten will. Dort drin sieht er dann auch die Opfer, inklusive seines verwundeten Freundes, worauf er diesen rausträgt. Er sieht auch noch den in Flammen stehenden Pegasus, worauf beide von den Feuerwehrleuten gerettet werden. Währenddessen will Aiko aus der Stadt raus, obwohl sie gerade sehr krank ist, jedoch würde man sie wahrscheinlich festnehmen, wenn sie in ein Krankenhaus gehen würden. Aiko möchte jedenfalls per Taxi nach Kagoshima, da dort ihr Onkel ein Doktor ist, jedoch denkt Punpun, dass selbst dieser wissen wollen würde, was mit ihr passiert ist. Darauf flüchten beide aber aus dem Taxi in den tiefen Wald, da sie Angst haben, dass der Fahrer die Polizei ruft. Aiko befürchtet nun aber, dass Punpun sie im tiefen Wald beseitigen will, da nur sie gesucht wird, worauf sie mit einem Messer seine Brust trifft. Er möchte aber, dass Aiko ihm vertraut, worauf beide Spaß bis zum Morgengrauen haben. Dieses Gefühlschaos ist wirklich verrückt. Als beide dann in den Dorf ihres Onkels ankommen, sagt sie, dass sie zur Polizei gehen will, da sie wirklich ihre Mutter durch ihren Stich schlussendlich getötet hatte und das auch keine Lüge war, da sie sich jedenfalls damals an einen Sternfest Punpuns Liebe gewünscht hatte und diese wahr geworden ist, wollen beide an diesen besonderen Tag an den jeweils anderen denken, falls sie jemals voneinander getrennt werden. Das sagte sie nämlich, da Punpun sie am nächsten Tag leblos
Haus vorfindet. Darauf trägt er ihren Körper durch das Dorf, während er sich ausmalt, wie ihr gemeinsames Leben hätte anders verlaufen können. Außerdem wollte er eigentlich nur, dass sie ihr Versprechen hält und ihn beseitigt. Als er aber mit ihr rastet, sollen zwei Schulkinder auf Aiko, welche ja nicht mehr lebt, aufpassen, während er etwas holt. Jedoch sind die Überreste von Aiko und die beiden Kinder darauf nicht mehr da. Währenddessen haben Pegasus Seele und die seiner verstorbenen Anhänger sein prophezeites Unheil abgewehrt, sodass die Welt nun endlich auch wieder schön werden kann. Darauf ist Punpun aber wieder zur verlassenen Fabrik zurückgekehrt und da er nun nichts mehr zu bereuen hat, will Gott, dass er zu seinem normalen Leben zurückkehrt, aber er sticht auf sein eigenes Auge ein, damit er Gott nie wiedersehen muss. Währenddessen bereut Sachi Seki, nie wie versprochen, ihren Manga gezeigt zu haben, jedoch denkt sie, dass er sich eh nicht mehr daran erinnern wird, was leider nicht der Fall ist. Außerdem kann sich Shimizu offenbar nicht mehr an Seki erinnern, jedoch sagt dieser einfach nur, dass beide Freunde sind, also alles gut. Heute ist by the way auch wieder Sternfest und da er nun nichts mehr hat, will Punpun es auch beenden, jedoch erscheint auf einmal Sachi, die wegen des Versprechens an Seki hergekommen ist und ihn rettet. Als er dann wieder seine Augen öffnet, sieht er nach einer Operation wieder Sachi, welche zwar wieder arbeiten muss, aber immer ein offenes Ohr für ihn hat. Ein Mann erzählt aber, dass Punpun ein Verdächtiger in einem Mordfall ist, sodass sie anfängt zu weinen. Währenddessen sind aber auch Midori und Yuichi im Krankenhaus, welche ihr Kind bekommen und in den Babyauge lächelt ein kleiner Gott zurück. Ein Jahr später berichtet Punpun Aikos Geist, dass sein Leben endlich gut verläuft, jedoch vergisst er sie mit der voranschreitenden Zeit immer mehr. Da er die nächsten Sternfeste auch nicht ansehen kann, kommt er so auch endlich über Aiko hinweg. Außerdem ist Punpuns Kindheitsfreund Shuntaro ein Grundschullehrer geworden und nun treffen sich auch alle wegen einem Klassentreffen, wo natürlich auch Seki auftaucht. Später trifft er aber auch auf Punpun, sodass Sachi und ihre Tochter ebenfalls da sind, da sie damals ihre Schwangerschaft doch nicht beendet hatte. Die beiden sind aber nicht verheiratet, worauf sich auch wieder der Weg der beiden alten Freunde trennt. Danach kehrt er aber wieder zu seinem gewohnten Lehreralltag zurück, wo auch alles wie normal verläuft. So Leute, das war's dann mit Punpun in Minuten und ich muss wirklich sagen, ein sehr geiler Manga. Ich habe zwar noch nicht viele Mangas gelesen, was ich auf jeden Fall ändern will. Irgendwann kommt hier auf diesem Channel nochmal Vagabond, natürlich auch sowas wie Slam Dunk und ihr checkt so ein bisschen. Aber bei Punpun muss ich sagen, obwohl es so gut ist, ist es nicht mein Lieblingsmanga. Mein Lieblingsmanga ist nämlich zum Beispiel Blood on the Tracks, was natürlich viel grausamer ist, aber auch so ein bisschen, ja, dramatisch ist. Aber trotzdem will ich hier Punpun definitiv nicht kleinreden. Es ist unglaublich gut geschrieben von Asano und ich finde es bei diesem Manga auch wirklich krass, dass man so viele Charakter hat, die wirklich wie Personen, die man aus dem echten Leben kennt, sich verhalten, wenn ihr so ein bisschen versteht, wie ich meine. Also, dass man zum Beispiel den Onkel oder die Mutter aus Punpun hat und dann so checkt, die handelt wie zum Beispiel diese Person, die ich im Real Life kenne. So. Also das finde ich sehr nice. Auch wenn ihr dieses Video geguckt habt, dann gönnt euch auf jeden Fall nochmal den Punpun Manga. Auf jeden Fall irgendwann. Muss ja nicht jetzt sein, aber auf jeden Fall gönnt euch das, weil ganz ehrlich, ich kann zwar Punpun so gut wie möglich erklären, aber es selber zu erleben oder generell jedes Werk zu konsumieren, was ich irgendwie in meinen Videos dran nehme, ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Erfahrung. Als nächstes kommt auf jeden Fall ein bisschen mehr Special Video, nämlich so ein 1,5k Special, weil die haben wir ja auch bald erreicht, nämlich 10 Animes, welche ihr auf jeden Fall gesehen haben solltet oder eher gesagt meine Top 10, Top 15 Animes, so ja, ihr checkt so ein bisschen. Und danach kommt Monster. Aber dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssi Köfski.